Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magisockerbude. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir gehen heute mit der New Mexico rein. Tier 6 amerikanisches Schlachtschiff. Mit sehr, sehr netten Geschützen. Vier Türme, jeweils drei Läufe. Wenn man richtig trifft, machen sie sehr, sehr viel Aua. Und wir treffen uns hier heute auf der Map Ozean. Und von Sachsen schreibt Penis. Gut. Oh, Kuneda sagt Vagina. Fängt das schon gut an. Also, mein Team besteht aus einer Hirio, eine Colorado, New Mexico, meine Wenigkeit, die Kongo, zweimal Pensacola, York, Miyoko, Aoba, Hatsuharu, Farragut und die Oknavoi. Einen schönen guten Penis. Was? Einen schönen guten Penis, der Herr. Popo. Das sind ja warmbrechende Gespräche hier. Und der Gegner hat die Ranger Colorado, New Mexico, Fuso, Pensacola, York, Miyoko zweimal, Nürnberg, Mayhem, Farragut und die Kamikaze. Und schauen wir mal, wie wir uns hier heute anstellen. Gestern hatte ich ein paar gute Runden gehabt, leider noch nicht aufgenommen. Ich könnte wohl noch die Replays bequatschen, das wäre vielleicht auch noch so eine Möglichkeit. Muss ich mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Nur ich finde es immer etwas schwieriger, ein Replay zu kommentieren, als wenn ich direkt im Spiel bin und dann bin ich dann auch fähig damit. So, die Mayhem ist offen. Nicht mehr. Könnte man fast glatt auf HE laden. Aber wir ersparen uns das. Die Nürnberg, die fette Stur. Ah, jetzt dreht's ab. Ja, schießen wir da jetzt noch nicht drauf. Nein, das tun wir jetzt halt nicht. Wir wissen alle ganz genau, dass die New Mexico nicht das schnellste Schiff ist. Und wir schießen jetzt mal auf die Mayhem. Und treffen sie nicht. Wir schießen jetzt hier nochmal unsere zweite Salve. Aber die werden wahrscheinlich auch daneben gehen, obwohl die eine Kugel kommt ganz gut. Jetzt schon mal Cap A hier gedefft. Nehmen es jetzt auch ein. Also vielmehr, wir versuchen es. Wenn es so weitergeht, wird die Pensacola hier fallen. Wir müssen dann mal schauen, wo. Warum steht denn die York? Oh, ich habe geschlafen. Also der Torpedo, der hätte mich, glaube ich, getroffen. Mit einer höheren Reichweite definitiv. Was macht er denn da hinten? Sah sehr, sehr langsam aus. So, gerade Cap Points hat keiner was. Oh. Da habe ich ihn doch mal gut erwischt. Gucke mal, da kommt auch eine New Max. Wo ist denn die Nürnberg? Ach, da hinten ist sie. Dreht sie ab. Schießen wir halt nochmal da drauf. Achso, die ist schon geplatzt. Schade. Beschuss. Wie? Wer wagt es? So, ich sollte vielleicht gleich mal ein bisschen. Yep. Shit. Ich stehe hier irgendwie so mittendrin. Das mag ich nicht.
Der schießt jetzt, glaube ich, hier nur mit HE. Dann muss ich mich einmal hier mal ein bisschen verziehen. Jep. Weil das ist hier mir hier ein bisschen zu... da habe ich schon gesagt. Ich bin hier zu nah drin. Erstmal abdrehen. Aber guck mal, die New Max, die hat da auch nichts mehr. Drehen wir nochmal. Aber... dann schießen wir auf was anderes. Auf die Miyoko. Bisschen hier wieder wegdrehen. So. Die Miyoko auch mal wieder eine Zita gekriegt. Noch ein bisschen langsamer. Also abgesehen auf diesen einen Heavy-Treffer, den wir jetzt gerade einkassiert haben, läuft es ja noch ganz gut. Schießen wir mal auf die Fuso. Mal schauen, was die so sagt. So, das war schon mal vor das vordere Geschütz. Was zieht sie denn? Das weiß nur der Gott. Und sie steht. Die macht Standgeschütz. Wir drehen uns jetzt mal wieder ein. Ja, die macht eine leichte Fahrt nach vorne. Schauen wir, vorne mal im Bug treffen würden. Wieder nur ein Geschütz. Was heißt jetzt noch ein Geschütz? Ich sag mal, je mehr Geschütze man jetzt die Kongo hier mal absäbelt, umso besser. Oder zumindest immer rausschießt. Dann ist eben halt ein Geschütz weniger bei der. So, vielleicht habe ich Glück, dass die jetzt schön kommen und ich jetzt vielleicht noch den Kill kriege. Meiner, 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 meiner! Ja, haben wir. Das haben wir. So, was haben wir da hinten noch? Die Pensacola. Dreht jetzt aber zum Teil ab. Zum Teil auch nicht. Nehmen wir erstmal nur unsere Forderung, Geschütze. Wir müssen unbedingt hochfahren. Haben wir nur vorne einen auf die Bugspitze gekriegt. So, da ist er nah genug. Vielmehr, der ist ja schon nah genug. 14 Kilometer, das ist ja... das ist ja ein Klacks. Drehen wir uns mal ein hier. Und dann nehmen wir gleich eine volle Salve. Dreht er weiter. Ah, wie kommen sie? Scheiße kommen sie. So, der Gegner, der hat mehr Cap-Points als unser eins. Aber wir haben noch mehr Punkte, weil wir ja zwei Schlachtschiffe versenkt haben. Wir müssen das aber hier auch mittlerweile dann auch mal wieder ein bisschen drehen hier auch, damit wir das hier auch gewinnen. Jetzt dreht sie ab. Schießen wir auch nochmal hier drauf. So, wir müssen definitiv jetzt nach B fahren. So. Kriegt er hier noch ein bisschen Damage.
So, jetzt hat der Feind hier schon mehr Punkte. War abzusehen. Wir schießen jetzt mal weiter auf die Pensacola. Mit der Hoffnung, dass wir da irgendwie mal was Interessantes treffen würden. Aber es ist immer schwer, gegnerische Schiffe zu erwischen, die wegfahren. Ja, wir könnten es gleich da hinten mal auf der Ranger probieren. Da sie ja offen ist. Aber wir gehen jetzt gleich auf die Colorado. Weiß nur, wir müssen irgendwas versenken. Wo zeigen die Geschütze hin? Miyoko ist näher dran. Schauen uns weiter an, wo die Geschütze hinziehen. So. Dann. Na egal. Schade, hat er sich jetzt gerade weggedreht. Miyoko flieht. Ich darf jetzt, glaube ich, nicht zu nah ranfahren. Schießen wir mal auf die Colorado. Kommen ganz gut. Aber die taten ihm weh. Komm schon, schieß auf mich. Da, geht doch. Wir drehen rein, um dass wir vielleicht ein paar Abpraller kassieren. Okay, hat nicht so ganz geklappt. So, jetzt sind wir hier alleine, was schlecht ist. Wo ist denn der Rest? Abpraller. Tja, ich weiß noch nicht, was der Rest tut, aber warum da unten immer noch das Schlachtschiff da alleine rumfährt? Weißt du, der liebe Gott. Ja, wir stehen jetzt hier schön mitten im Feuer. Na klar. Aber wir müssen abdrehen. Oh, ich hasse solche Teams, ey. Ja, wenn es so weitergeht, dann machen wir nicht mehr lange. Ich gucke nur, dass ich hier die Miyoko da noch rauskriege. Mal schön weiter angewinkelt fahren. Meine Fresse, ey. Drehen wir noch ein bisschen rein. Ach, jetzt dreht er weg. Und schießen wir auf die York. Kaum Schaden gemacht, ja. Das war's hier für mich. Naja. Was soll ich dazu sagen? Da sagen wir mal wieder nichts zu. Tja. Wenn das Team auf einmal das Spielen einstellt, wird schwer für mich. Und naja, kann man nichts machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.